Hey meine Liebe, ich freue mich, dass du dabei bist zur neuen und heutigen Folge des Braut-Podcasts, dem Hochzeit-Podcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Allesgut, Autorin und Moderatorin des Braut-Podcasts und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kann. In einer Welt, in der Sicherheit oft über alles geht, lade ich dich heute zu etwas ein, nämlich mal Risiko einzugehen. Warum? Weil das Risiko das Ruder für echt unvergessliche Momente und tiefe Verbindungen ist. Lass uns heute einfach mal schauen, wie du und dein Lieblingsmensch und deine Gäste eure Hochzeit in einmaliger Erinnerung behalten werden. Viel Spaß bei der Folge. Ich freue mich super sehr drauf. Meine Liebe, hey, ich freue mich sehr, dass du heute zuhörst, dass du dabei bist und ich hoffe, dir geht es richtig gut und du hattest eine schöne Woche, schöne Tage, einen heutigen schönen Tag vielleicht schon, vielleicht ist es aber auch erst am Morgen und du hast den Tag noch vor dir, egal wie es ist, genieß ihn auf jeden Fall, such dir kleine, viele und feine Freundmomente. Bevor wir in das spannende Thema heute gehen. Ich habe es dir schon im Intro ein bisschen angekündigt. Es geht um Risiko. Mag ich dir noch etwas berichten, beziehungsweise einfach kurz erzählen, dass mir die liebe Nina geschrieben hatte. Und sie hat mir geschrieben, liebe Stefanie, vielen Dank für deine Mails, Tipps und den super Podcast. Und es ist immer ein großes, großes Glück, wenn ich solche Nachrichten bekomme, weil ich dann einfach weiß, dass ich unterstützen kann. Mit meinem Wissen, mit meiner Erfahrung und all dem. Und das freut mich wirklich total, wenn ich durch einen kleinen Impuls irgendwas anstoßen kann. Und Nina in diesem Fall vielleicht einen neuen Gedanken für ihre Hochzeit bekommt, der ihr den Tag schöner macht, die Planung erleichtert, einfach ein bisschen inspiriert. Und falls du dich fragst, welche Mails der Nina eigentlich meint, auf meiner Webseite kannst du auf der Startseite einen Button finden, auf stefanieroth.de. kannst du den Button finden, kostenlos deine Brautphase finden. Und da ermittelst du deine aktuelle Planungsphase und bekommst dann genau passende Mails zu deiner Planungsphase, zu deiner Brautphase. Und da geht es darum, was jetzt ansteht oder was eben noch nicht ansteht. Also einfach hilfreiche Tipps für deine Planung, ganz persönlich und passend für dich. Und genau das hat Nina nämlich gemacht und dann eben ihre Mails erhalten, die sie da gerade erwähnt hat. Und an dieser Stelle liebsten Dank, Nina, für deine Nachricht. Ganz viele Herzensgrüße an dich. So, jetzt aber in die Folge. Du hast es, wie gesagt, schon im Intro gehört. Heute werden wir über das Thema sprechen, das oft vermieden wird, aber dennoch echt von entscheidender Bedeutung sein kann und ist vor allen Dingen. Das Eingehen von Risiken. Jetzt, in diesem Fall, bei deiner Hochzeit. Und warum es manchmal notwendig ist, Risiken einzugehen, da möchte ich mit dir heute drüber sprechen. Ist es notwendig oder eben nicht? Und was hast du wirklich davon, wenn du das tust, wenn du Risiken eingehst? Also bevor du denkst, ich habe den Verstand völlig verloren, lass mich mal erklären. Natürlich fördere ich im Braut-Podcast und in meiner Arbeit eine sorgfältige Planung. Das hast du sicherlich schon mitbekommen. Und niemand möchte an seinem großen Tag irgendwie unnötigen Stress oder Probleme erleben. Und genau dafür bin ich ein großer Verfechter. Das hast du sicherlich mitbekommen, wenn du die eine oder andere Folge oder vielleicht auch alle Folgen des Braut-Podcasts schon gehört hast. Zu erkennen, dass das Eingehen bestimmter Risiken letztendlich aber zu etwas führen kann, das mag ich heute einfach mal mit dir besprechen. Denn Risiko bei etwas,
so bedeutsam, wie der Hochzeit einzugehen, da würde deine Oma vielleicht mir einen Vogel zeigen. Aber bleib dran, denn ich verspreche dir, es lohnt sich absolut. Neulich habe ich einen dieser deutschen Feelgood-Filme geschaut und da ging es darum, dass eine Önologin auf Sizilien den allerbesten Wein finden sollte. Önologen sind Fachleute für den Weinbau. Ich glaube, sie hieß in dem Film Sandra. Und Sandra wurde von Beginn an als Person dargestellt, die absolut keinen Partner wollte. Zu oft enttäuscht worden, zu viel Stress, ich weiß nicht. Also all dieses war in ihrem Kopf. Und wie es in diesen Feelgood-Filmen immer so ist, am Ende gab es ein Happy End und sie konnte das Risiko eingehen, hatte dann einen Partner an ihrer Seite. So war es dann. Und genau wie du. Auch du hast deinen Lieblingsmenschen an deiner Seite, bist ein Risiko eingegangen, eine Partnerschaft eingegangen, eben dieses Risiko der Partnerschaft. Und das bedeutet immer Wagnis. Das bedeutet auch immer Gefahr von Enttäuschungen, Verletzungen, all das so. Ein Risiko also, dem wir alle gegenüberstehen, wenn wir uns für eine Partnerschaft oder eine Ehe entscheiden. Wobei auch das Risiko bei jeder zwischenmenschlichen Beziehung besteht, auch bei Freundschaft, ganz klar. Auch da kannst du enttäuscht und verletzt werden. Also jedes Mal, wenn du irgendeine Verbindung mit einem Menschen eingehst, dann hast du ein Risiko eingegangen oder bist du ein Risiko eingegangen. Die Wahrheit ist, dass jede Beziehung ihre Höhen und Tiefen hat. Doch oft ist die Belohnung so groß, dass ich glaube, dass es unerlässlich ist, eben dieses Risiko einzugehen. Und sicher siehst du es genauso, sonst würdest du jetzt nicht heiraten wollen. Die Liebe, die Verbundenheit, das gemeinsame Wachstum, all das sind Dinge, die eine Beziehung so wertvoll machen, auch wenn es eben diese Risiken gibt. So wie Sandra bist du es auch eingegangen. Vielleicht leichter als sie oder auch nicht. Und genau das ist bei deiner Hochzeit absolut ähnlich. Ja, du kannst bei allem auf Nummer sicher gehen, dich an all das halten, was du schon kennst, was erprobt ist, was andere schon vor dir gemacht haben, an das, was eben alle machen. Aber das Leben ist doch, so sehe ich zumindest, eine Reise voll von aufregenden Abenteuern. Willst du da an diesem bedeutenden Tag auf Standard gehen? Wenn es um die Hochzeit geht, kann das Eingehen von Risiken eben einen großen Unterschied machen. Davon bin ich überzeugt. Stell dir vor, du stehst vor der Entscheidung, ob du traditionellen Routen folgen sollst oder ob du mutig genug bist, neue Wege zu erkunden. Risiken einzugehen, die deine Leidenschaften und Werte für die Hochzeit einfach widerspiegeln, das wird dir ein Gefühl der Erfüllung und Zufriedenheit geben, das durch nichts anderes erreicht werden kann. Und vielleicht hast du eine besondere Leidenschaft für die Natur, träumst von einer Hochzeit im Freien, auch wenn das Wetter unvorhersehbar ist. Indem du dieses Risiko eingehst und dich für einen Trauplatz ohne jeglichen Regenschutz entscheidest, könntest du dich auf ein Abenteuer einlassen, das dir und deinen Gästen für immer in Erinnerung bleiben wird. Ich habe da neulich so ein schönes Reel gesehen und Fotos bei einem Fotografen. Und tatsächlich regnete es bei dem Brautpaar. Aber du hättest die erfüllten und glücklichen Gesichter vom Brautpaar selbst und den Gästen sehen sollen. Und ich glaube, sie hatten transparente Regenschirme dabei. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber überall sahst du dieses selige Lächeln. Vor allen Dingen in den Gesichtern des Paares. Es war einfach unglaublich. Und es war einfach völlig egal, ob es nass von oben war, weil es um was anderes ging. Und sie haben den Mut halt gehabt. Die Schönheit der Natur, das Rauschen der Bäume machen deine Hochzeit vielleicht genau in diesem Moment zu diesem magischen Erlebnis, das irgendwie kein Bankettsaal je bieten könnte. Und falls es regnet, dann gibt es Lösungen oder du nimmst es einfach, wie es ist. Aber darauf zu verzichten, auf diesen Moment, eine persönliche Rede zum Beispiel. Viele Paare trauen sich das nicht, wollen das Risiko nicht eingehen. Das habe ich schon sehr häufig erlebt. Aber mach dir mal klar, wie wertvoll es sein kann, deine Gefühle auszudrücken in diesem Moment. Deinen Liebsten zu sagen, was du fühlst, ihnen einfach Danke zu sagen. Weißt du, was das für eine Stimmung schaffen kann, wenn du da einfach wirklich deine Worte fließen lässt? Und ja, vielleicht ist es eine Überwindung, ganz sicher. Aber es lohnt sich so, so sehr. Denn damit veränderst du echt die ganze Feier, die Energie, die ganze Attitüde der Feier. Da kannst du viel mehr Tiefe und Persönlichkeit bringen.
Und das ist merklich, das habe ich auch schon erlebt. Diese persönliche Note könnte deine Hochzeit zu einem emotionalen und bewegenden Ereignis machen, das deine Gäste definitiv wahrscheinlich immer im Herzen tragen werden. Willst du darauf verzichten, weil so etwas auch ein gewisses Risiko bietet? Ich glaube, ich habe noch nicht davon berichtet, aber neulich war ich beim Hausrunning. Es ging darum, halt quasi ein Riesenhochhaus angeseilt herunterzulaufen. Genau, es war dunkel schon tatsächlich und an diesem Tag auch regnerisch und ich dachte schon, es wird abgesagt. Es war aber dann tatsächlich oder es fand tatsächlich statt. Und ja, das hat wahrscheinlich ein gewisses Risiko bereitgehalten. Ich hänge da quasi also viele Meter über dem Boden, oben quasi in Schräglage und soll jetzt die Wand darunter laufen, die, wie gesagt, echt glitschig nass war. Ich hätte auf dieses Erlebnis verzichten können. Ich hätte dieses Risiko nicht eingehen können, zumal die Frau vor mir das quasi abgebrochen hat. Die hat gesagt, ich mache das nicht. Aber ich wollte dieses Risiko eingehen. Und ich habe gesagt, ich möchte dieses Erlebnis erleben. Und ich habe gesagt, ich mache das. Und das Eingehen von Risiken bedeutet nicht irgendwie blindlings sich ins Ungewisse zu stürzen. Es bedeutet vielmehr bewusste Entscheidungen zu treffen, die im Einklang mit den Träumen, mit den eigenen Leidenschaften und mit den eigenen Werten stehen. Und bei mir passte genau das zu meinen Werten. Und deswegen habe ich gesagt, das Risiko gehe ich ein. Indem du mutig genug bist, das Unbekannte zu erkunden und neue Wege zu gehen, einfach zu beschreiten, kannst du dich ja auf eine Reise begeben, die ganz bestimmt dein Leben für immer verändern wird. Ist das nicht ein Grund genug, mutig zu sein, kreativ zu sein und Risiken einzugehen? Denn wer weiß, welche unvergesslichen Abenteuer auf dich warten mögen. Das ist immer das, was ich in meinem Kopf habe. Was wartet da auf mich? Soll ich echt das Risiko nicht eingehen, aus der Furcht heraus? Aber wer weiß, was da auf mich wartet? Unglaubliches. Ich glaube halt, bestimmte Risiken sollte man definitiv eingehen. Zum Beispiel gab es bei einer meiner Bräute eine Familienfehde. Sie meinte, das Risiko möchte ich nicht eingehen, das Thema vor der Hochzeit anzusprechen. Das waren ihre Worte. Ja, es kann unangenehm sein. Auch ein Risiko. Aber was wäre, wenn ein solches Gespräch, wenn du das verpasst und wenn sich bei einem solchen Gespräch plötzlich der Knoten löst, auch wenn du es nicht geahnt hättest und der Frieden plötzlich einkehren darf und die Situation sich absolut entspannt, weil irgendwie genau dieser Moment gekommen ist, dass du das Risiko eingegangen bist, das Thema anzusprechen, und einfach mal auf den Tisch zu bringen. Ich glaube, das Risikoreichste an einer Hochzeit ist, etwas nicht zu wagen. Denn verpasst du da nicht echt viel Verborgenes? Lass uns die Erkenntnisse von heute nochmal zusammenfassen. Das Eingehen von Risiko bei einer Hochzeit führt also fast unvermeidlich zu unvergesslichen Erlebnissen. Und ja, auch jede Partnerschaft birgt ja schon Risiken. Doch auch große Glücksmomente, Wachstum und neue Erfahrungen. Und dieses Risiko bist du ja schon eingegangen. Und jetzt erlebst du, was da alles Tolles auf dich wartet. Also du hast ja schon eine Erfahrung gemacht, die dir genau das gelehrt hat. Mutige Entscheidungen, die im Einklang mit deinen eigenen Werten stehen, sind in den meisten Fällen ein großer Garant für bedeutungsvolle Momente und führen einfach, ja, in solche besonderen Erinnerungen. Ich bin da jetzt einfach mal mutig und sage dir, dass das größte Risiko meines Erachtens darin besteht, eben nicht zu wagen, weil so versteckte Chancen und Möglichkeiten einfach ungenutzt bleiben. Hast du also Lust, ein kleines bisschen Risiko einzugehen? Vielleicht auch ein bisschen mehr? Ich glaube, es lohnt. Meine Liebe, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst und wir dieses Thema zusammen besprochen haben. Es war mir eine große, große Freude. Und denk daran, was etwas oder vielleicht auch ein bisschen mehr Risiko für dich bereithalten kann. Ich freue mich sehr, sehr auf die nächste Episode mit dir. Am besten abonnierst du den Braut-Podcast oder klickst auf Folgen, je nachdem, auf welcher Plattform du hörst. Denn dann hören wir uns definitiv in der neuen Episode wieder. Und sei gespannt, um was es
dann gehen wird, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass du große Lust drauf haben wirst. Und bis dahin wünsche ich dir tolle Tage und du weißt ja, vertrau dir. Deine Stefanie.